Namaste. Das ist eine Yoga-Klasse, in der wir uns mit Rückbeugen erfahren werden. Sie sind das zentrale Thema dieser Stunde, die uns heute erwartet. Und Rückbeugen an sich haben sehr interessante, also auf generelle Art und Weise betrachtete, positive Eigenschaften, die sie uns schenken. Zum einen mobilisieren wir den gesamten Rückenbereich, also auch die Lendenwirbelsäule, auch den oberen Rücken ganz besonders. Der hat normalerweise eine etwas kyphotische Form, also ist im Alltag und in der natürlichen Form etwas nach hinten gerundet. Und mit einer Rückbeuge integrieren wir den oberen Bereich des Rückens, die Brustwirbelsäule, in den Körper nach innen. Das streckt die Wirbelsäule, es richtet uns auf, es mobilisiert den Rückenbereich und stärkt die Rückenmuskulatur. In der Vorderseite streckt sich die gesamte Weite zwischen dem Beckenbereich und dem Brustbein. Der Weg streckt sich, der Brustkorb weitet sich und richtet sich auf. Und das schenkt auf sehr unmittelbare Art und Weise der Atmung mehr Raum. Denn der Brustkorb, der sich auffächert und hebt, weitet den Lungenbereich, der dort zur Verfügung steht. Wir können also mehr Luft einatmen pro Atemzug und damit auch mehr Sauerstoff, den wir dann verstoffwechseln. Und auch das Herz, das ist das zweite wichtige Organ im Brustkorb, das diesen besonderen Schutz der Rippenbogen erfährt, erfährt mehr Weite und damit auch das Herz-Kreislauf-System eine sehr positive Eigenschaft. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wie wir die Rückbeugen praktizieren werden, zum einen in der Qualität, andererseits wird es sicherlich etwas intensiv werden in dieser Stunde, besonders in dem Hauptteil, im Mittelteil der Stunde. Und andererseits bitte ich dich, die Intensität immer wieder mit einem Gefühl einer Sanftheit zu verbinden. Ja, also versuch nicht bis zum Maximum dich auszuprobieren und da so lange wie möglich zu verweilen in Rückbeugen, sondern finde immer wieder eine Qualität, die dir wohltut und die das Ganze auch in der Intensität sanft bleiben lässt. Und ich möchte noch ein paar technische Informationen geben, wie wir Rückbeugen praktizieren werden. Denn wir lassen sie nicht aus der Lendenwirbelsäule entstehen, sondern eher aus der Brustwirbelsäule, aus dem oberen Bereich des Rückens. Die Lendenwirbelsäule an sich ist einer der agilsten Bereiche des Rückens für Rückbeugen. Sie macht also sehr gerne eine Rückbeuge und geht da auch sehr weit. Und ich möchte mit dir aber heute etwas nach oben gehen und den oberen Teil des Rückens in Rückbeugen führen und eher nicht den unteren Teil. Und dafür werde ich drei zentrale Ansagen immer in dieser Stunde praktizieren, die ich mal kurz erläutern möchte jetzt. Die erste Ansage ist die Kippbewegung des Beckens. Und was meine ich damit? Wir können, wenn wir uns das Becken wie eine Schale vorstellen, wir können ja diese Schale nach vorn auskippen. Also das Schambein sinkt nach vorn runter, das Steißbein in der Rückseite hebt sich hoch, das Hohlkreuz verstärkt sich im unteren Rücken. Das ist die Kippbewegung nach vorn. Ja, wir können das Becken, diese Schale aber auch nach hinten auskippen. Und ich bezeichne das immer als eine einrollende Bewegung, also das Becken einrollen. Ja, oder manche sagen auch einschaufeln oder vielleicht hast du da eine andere Assoziation. Ich nenne es die einrollende Bewegung des Beckens. Das heißt also, von der Vorderseite betrachtet, führt das Schambein nach oben Richtung Bauchnabel. Die Bauchdecke spannt sich dafür etwas. Und das Steißbein rollt unter das Becken. Und der untere Rücken, die Lendenwirbelsäule, verlängert sich dabei. Ja, und diese einrollende Bewegung ist für diese Stunde die Grundvoraussetzung, um danach in Rückbeugen zu gehen. Ja, das ist der erste Impuls, Becken rollt sich ein. Der zweite Impuls ist dann die Länge des unteren Rückens mit dem eingerollten Becken etwas mehr zu stabilisieren und dazu braucht es eine Muskulatur. Das ist die tiefste Muskulatur der Bauchdecke. Die hat ja drei Schichten. Die erste Schicht zieht das Schambein Richtung Rippenbogen. Wenn ich die oberste Bauchschicht anspanne, zieht sich der Bauchnabel zum einen etwas nach innen. Und ich ziehe mich in eine Vorbeuge nach vorne, also runde mich ein und der Abstand zwischen Schambein und unteren Rippen verkürzt sich. Ja, die zweite Muskulatur darunter ist eine schräg verlaufende Muskulatur. Die kommt von einer schräg verlaufenden Seite zur Mittellinie des Bauches und von dort diagonal weiterführend an den gegenüberliegenden Rippenbogen. Und wenn ich die Muskulatur nehme, dann drehe ich mich dafür im Oberkörper. Also sie rotiert mich. Und die dritte, die tiefste Schicht ist die für heute interessanteste Schicht. Das ist eine Muskulatur, die verläuft wie ein Gürtel um den gesamten Rumpfbereich.
Und da fällt es ein bisschen schwer, die willentlich anzusteuern. Jedenfalls gibt es mir so. Und deswegen nehme ich dann ein Bild dafür. Und das Bild ist ein Hosenknopf, den wir ein bisschen enger zuknöpfen. Ja, und genau da, wo dieser Hosenknopf wäre, genau an der Stelle, saugst du den unteren Bauchraum etwas nach innen, um wirklich diese Hose zuzuknöpfen. Ja, und das aktiviert die tiefste quer verlaufende Muskulatur, also um den Rumpf herum verlaufende Muskulatur, die schlingt sich dann hinten im unteren Rücken um die Rückenmuskulatur und stabilisiert so die Länge des unteren Rückens. Das ist die Voraussetzung Nummer zwei. Und die dritte Voraussetzung ist, dass wir von diesem langen unteren Rücken, den wir stabilisieren, jetzt hochkommen in die Rückbeuge. Und dazu nutze ich die Schulterblätter als Referenz. Die haben ja untere Spitzen und diese untersten Spitzen der Schulterblätter bitte ich dich dann nach innen zu saugen. Ja, sodass du dir vorstellst, du saugst den untersten Teil der Schulterblätter nach innen in den Rücken und hebst ihn also von der Rückseite heraus nach vorn hoch. Ja, also aus der Rückseite des Brustkorbes hebst du die Vorderseite nach oben an. Und da möchte ich dann mit dir hin, hier oben in diese Rückbeugen. Also zusammenfassend drei Impulse. Das erste, das Becken rollt ein. Das zweite, wir aktivieren den unteren Bauchraum und die also längs quer verlaufende Muskulatur. Das dritte ist der obere Rückenbereich. Der wird dann bewegt, über die Rückseite denkend mit den Schulterblättern. Gut, so viel zur Technik. Wir erfahren das dann und probieren es aus. Und für diese Stunde brauchst du noch eine Unterlage für das Becken. Ich habe dafür einfach zwei Yoga-Blöcke genommen. Denn wir treffen uns jetzt in der Rückenlage. Wenn du hier ankommst im Liegen, dann stell die Füße bitte auf und nimm zuerst die Auflageflächen deines Rückens wahr. Eine Kuschel sie in die Unterlage und entspann dich einen Moment dorthin. Und dann komm hier an in dieser Yogastunde auf deiner Unterlage, die du gefunden hast. Und nimm die Atmung wahr. Und immer wenn du ausatmest, dann ist es eine kleine Einladung dazu, die Anstrengung des Tages und die Anspannung des Körpers an die Erde abzugeben und sie loszulassen. Lass dich also ausatmend in die Unterlage sinken und entspann dich in sie. Und wenn du einatmest, dann entdecke eine innere Leichtigkeit nach oben, als würde die Einatmung dich leicht machen und nach oben heben. Dann bleib beim Wahrnehmen des Atmens. Das ist ein sehr schönes Werkzeug, das dich immer wieder zurückbringt zu dir selbst. Wenn du ausatmest, dann atme dich Richtung Erde. Und wenn du einatmest, dann werde leicht und frei. Atme beim nächsten Mal bitte tief aus. Und dann tief ein. Und wieder tief aus. Ich möchte es noch ein zweites Mal ganz tief einatmen und ganz tief aus. Dann lass es frei weiteratmen und nimm den eigenen Körper wieder wahr. Spür dich, wie du hier liegst. Und dann stell die Füße noch einmal gut auf und beginne mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Das ist eine erste Drehbewegung, die wir dem Rückenbereich schenken. Das kannst du durch den gesamten Rücken bis zum Kopf laufen lassen und entgegengesetzt ihn mitbewegen.
Mach das noch zweimal in beide Richtungen. Und dann kommst du in der Mitte wieder an und bleibst dort. Und dann lass uns die Kippbewegung des Beckens üben. Also, kipp das Becken bitte nach vorn aus, wie eine Schale, die du nach vorn kippst. Und dann merkst du, dein Rücken geht in ein Hohlkreuz und wird etwas komprimiert. Und jetzt roll dein Becken bitte einwärts. Dann kommt der untere Rücken zur Yogamatte und die Bauchdecke spannt sich ein wenig an. Ja, das noch ein bisschen üben. Becken nach vorn kippen, Bauchdecke entspannt sich, ein Hohlkreuz entsteht. Und Becken einrollen, der Rücken wird lang, die Bauchdecke spannt sich. Mach das bitte ein paar Mal weiter, sodass du dich an diese Bewegung gewöhnst. Und vielleicht merkst du schon, dass beim Einrollen fast automatisch der Beckenboden aktiviert wird und sich schließt. Dann kannst du das aufgreifen, mit jedem Einrollen den Beckenboden sanft schließen, ohne große Anstrengung. Und nach vorn kippend den Beckenboden wieder entspannen. Und stell dir auch vor, dass du mit dem Einrollen des Beckens einen Hosenknopf etwas enger machst und das wieder loslässt, wenn du das Becken auskippst nach vorn. Also Becken rollst du ein, machst einen Hosenknopf zu und der Beckenboden schließt sich und du entspannst alles, wenn du das Becken auskippst. Mach das noch zweimal. Zwei Zyklen. Und dann lass beim nächsten Mal das Becken eingerollt, den Beckenboden schließen, den Hosenknopf etwas schließen, etwas zumachen. Dann bleib in dieser Kraft, breite die Arme bitte zur Seite aus und zieh die Knie ein Stück heran, sodass du einen rechten Winkel machst zwischen Ober- und Unterschenkel. Du kannst ja gerne die Beine zueinander bringen. Wenn du beim nächsten Mal ausatmest, dann lass die Knie nach rechts sinken, nur soweit du das gut halten kannst. Einatmen, wieder zurück in die Mitte. Ausatmen nach links. Und einatmen zurück und mach das weiter. Immer nur so weit in die Seite liegen, wie du das gut halten kannst und die Knie nicht ablegen. Wenn du mehr möchtest oder eine Veränderung möchtest, kannst du die Knie Richtung Handflächen führen. Mach das bitte auch noch zweimal, beginnend mit rechts. Drück jeweils die entgegengesetzte Schulter in die Erde. Wenn du dann wieder aus der linken Seite auftauchst, zur Mitte, dann stell die Füße dort bitte wieder zurück zur Erde und entspann die Körpermitte und spür nach. Wie atmest du jetzt? Welcher Rhythmus, welcher Fluss? Vielleicht kannst du dein Herz spüren, wie es pulsiert. Dann bitte ich dich, die Hände zurück an den Körper zu bringen und dein Becken wieder einzurollen. Dann heb das eingerollte Becken bitte hoch und heb den Rücken wirbelweise nach oben. Nimm die Arme mit, mach einen Bogen über oben nach hinten und dann komm wieder zurück nach vorn. Bring die Arme zurück nach vorn und leg den Rücken zur Erde zurück. Und wenn du einatmest, dann finde den Auftrieb nach oben, heb dein Becken hoch und bring die Arme nach hinten. Wenn du ausatmest, kommst du wieder zurück nach vorn.
Mach das für dich bitte weiter. Und entdecke darin eine Verbindung, in der die Atmung die Bewegung begleitet. Und dann in dieser Verbindung zwischen Atmen und Bewegen lässt auch eine innere Harmonie entstehen. Beginne die Sequenz noch ein neues Mal. Wenn du dann ausatmest, dann komm bitte in die Schulterbrücke. Bring also nur die Arme zurück nach vorne, lass den Rücken gehoben. Du kannst da gerne die Füße nochmal gut aufstellen unter den Knien, dich gut einrichten. Du kannst die Arme lang lassen, wenn du möchtest, und die Finger verschränken miteinander. Oder du winkelst die Arme an, sodass die Fingerspitzen nach oben zeigen. Ganz egal, so wie es dir gut ist. Dann zieh ein Schultergelenk nach dem anderen bitte unter dem Rücken zueinander und atme dein Becken hoch. Dann merkst du ganz viel Kraft in der Rückseite, die dich trägt und diese Schulterbrücke aktiviert. Um dann ein bisschen mehr Länge zu schaffen, ziehst du die Knie etwas von dir weg nach vorn. Dann streckt sich auch der Nacken etwas mehr. Mal tief atmen. Jetzt bitte ich dich, dein Becken wieder eine halbe Wegstrecke ungefähr zur Erde abzusenken. Dort das Becken einzurollen, also das Steißbein Richtung Oberschenkel zu schieben, nach oben hoch. Dann ist der untere Rücken lang. Und dann hebt dein eingerolltes Becken wieder nach oben. Dann zieht es ein bisschen mehr die Oberschenkel lang und der untere Rücken ist lang. Den Beckenboden sanft schließen und nach oben atmen. Bitte einmal tief ein- und ausatmen. Und dann bring die Arme wieder zurück an die Ränder der Matte, zieh die Schultern nach außen und roll dich zurück zur Erde und lass dir Zeit, um da anzukommen. Wenn du ankommst, dann spür wieder nach, wie fühlt es sich jetzt an im Körper, wenn die Anspannung weicht und eine Entspannung Raum macht. Hat das vielleicht schon die Atmung verändert? Und wie pulsiert jetzt dein Herz? Wir werden es jetzt noch einmal praktizieren, brauchen da jetzt eine Unterlage unter dem Becken. Ich habe mir zwei Yoga-Blöcke bereitgelegt, vielleicht hast du was Ähnliches als Unterlage. Und jetzt ziehe ich mir erstmal die Blöcke, die Unterlage quer unter das Becken drunter. Und dann kannst du für dich noch ein bisschen Zeit nehmen, um da wirklich eine gute Höhe des Beckens zu entdecken. Nicht zu tief, aber auch eben nicht zu hoch. Vielleicht eine ähnliche Höhe, in der du eben auch warst. Dann bau dir die Unterlagen unter deinen Kreuzbeinbereich, also da, wo die Knochen des Beckens sind. Und dann komm wieder an. Du kannst da wieder die Schultern unter den Rücken führen, die Arme gut positionieren. Entweder legst du sie lang ab und verschränkst vielleicht die Finger oder greifst dir die Blöcke oder die Unterlage oder du winkelst die Arme wieder an, wie du magst. Dann hast du von außen betrachtet eine ähnliche Haltung wie eben und doch fühlt sie sich anders an, mit einer anderen Qualität. Es ist jetzt sanfter und weniger kraftvoll. Und da können wir ein bisschen länger jetzt bleiben. Entspann dich bitte über diese Unterlage in dieser Haltung. Entspann dich sanft dort hinein. Und dann nimm die Vorderseite wahr. Die streckt sich in ganz vielen Achsen, in einer Längsachse von den Knien über die Oberschenkelmuskulatur zum Beckenbereich, von dort in den Bauchraum, die Bauchdecke, Richtung Rippenbögen, Richtung Schlüsselbein. Diese Länge wird größer. Und eine Querachse zwischen Schultern, Schlüsselbein und Brustbein streckt sich auch und hebt das Brustbein hoch.
So, jetzt zieh noch einmal die Schulterblätter bitte unter dem Rücken zueinander. Und dann stell dir vor, du saugst die Schulterblätter nach oben in den Brustkorb. Heb ihn also aus seiner Rückseite heraus nach oben hoch. Und heb das Brustbein weiter nach oben. Dann steht Dehnung im Brustkorb. Atme dahin in diese Dehnung und diese innere Weite. Und dann schickt die Atmung besonders in den Bereich der Schlüsselbeine. Das ist der oberste Teil der Lungen, die obersten Lungenspitzen. Atme bis dorthin, in die Schlüsselbeine. Nimm noch einmal einen ganz tiefen Atemzug, hier ganz weit nach oben. Und dann heb dein Becken bitte von den Unterlagen nach oben. Nimm sie wieder zur Seite raus. Und bleib noch einen Moment in der Luft mit dem Becken. Dann zieh die Schultern wieder nach außen, leg die Arme nach außen ab. Und wenn du nach unten kommst mit dem Rücken, dann vielleicht in Zeitlupe. Dann hast du ja richtig viel Zeit, um nach unten zu kommen zur Erde. Als würdest du jeden Wirbel einzeln spüren, wie er sich ablegt. Dann kannst du spüren, wie tief das Becken eintaucht, bis es überhaupt erst einmal den Boden berührt. Wenn das Becken angekommen ist, dann nimm dir Zeit und spür nach. Das Nachspüren im Körpergefühl, der Rückseite, wie sie sich anfühlt, wenn sie jetzt wieder gelandet ist in der ganz natürlichen Form der Wirbelsäule. Aber auch die Vorderseite, was steckt da jetzt noch drin nach dieser Rückbeuge? In der Weite des Brustkorbs und in der Art und Weise, wie du jetzt atmest. Vielleicht kannst du auch das Herz spüren, wie es pulsiert. Und dann greif dir die Knie, zieh sie zu dir ran und massiere den unteren Rückenbereich nach diesen Rückbeugen für dich ganz liebevoll weiter. Und dann such dir einen Weg nach oben zum Vierfüßler, bitte. Und wir machen hier weiter mit einer Bewegungssequenz. Und da bitte ich dich zuerst, dich etwas durchzuschlängeln, genauso wie es für dich jetzt gut ist, um das zu machen, was du jetzt brauchst. Und dann wechsel in eine Sequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Und lass das immer vom Becken heraus entstehen und lass eine Welle entstehen, die Richtung Kopf mündet. Und der Katzenbuckel, das ist immer so eine einrollende Bewegung, so eine Vorbeuge. Es hat etwas mit einem Zentrieren zu tun, also einem Zentrieren zu dir selbst. Da kannst du das muskulär machen, die Bauchdecke hochführen. Aber auch den Blick nach hinten bringen, Richtung Becken oder Bauchnabel, sodass du dich wirklich zentrierst im Katzenbuckel. Und in der Pferderücken ist es eher eine Rückbeuge, das ist ein Gefühl von Weite, eine Weite in den Raum. Und das kannst du aber mit dem Blick machen, also auch den Blick nach vorn bringen. Und mach noch einen neuen Zyklus.
Wenn du im Pferderücken ankommst, dann stell die Füße auf und führe dein Gesäß ein Stück weit nach hinten. Nicht bis ganz Richtung Fersen, sondern nur dort, wo du das erste Mal die Oberschenkel ganz sanft berührst. Dann bleib an dieser Berührung der Oberschenkel und schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Bleib an den Oberschenkeln dran, schieb dich hoch, hoch, hoch und drück die Hände nach unten. Wenn dein Rücken ganz lang geworden ist, dann beginn erst jetzt die Beine langsam zu strecken und die Außenseiten der Fersen zu senken. Und dann kommst du wieder zurück in den Katzenbuckel, rollst dich ein, dann gleitest du zum Pferderücken weiter und kommst dann zurück zum Kind. Und mit dem Einatmen nach oben in den Katzenbuckel und zum Pferderücken fließen und ausatmen zum abwärts schauenden Hund hochstrecken. An die Oberschenkel ranschieben und dann strecken und dann erst die Beine senken. Einatmen wieder zurück in den Katzenbuckel und Pferderücken fließen und ausatmen zum Kind eintauchen. Einatmen wieder nach oben in Katze und Pferd. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund hochkommen und dann beweg dich hier, sodass es dich verwöhnt und dir gut tut. Und dann kommst du aus diesen Bewegungen nach vorne, den Liegestütz, streck dich hier lang an der Rückseite und jetzt denk dir wieder den Hosenknopf, den du etwas mehr zumachst, also zieh den unteren Bauchraum, da wo dieser Hosenknopf wäre, etwas nach innen und schieb dich aus dieser Kraft der Mitte wieder hoch in den abwärts schauenden Hund. Noch ein zweites Mal kommst du nach vorne in den Liegestütz, streckst dich hier lang, aktivierst die Mitte des Körpers, machst diesen Hosenknopf zu und mit dieser Kraft der Mitte schiebst du dich hoch zurück in den Hund. Und ein letztes Mal nach vorn fließen in den Liegestütz und jetzt gleite bitte in die Bauchlage nach unten und bremst dich auf dem Weg nach unten ab. Und wenn du ankommst, dann atme tief durch und ruhig ein bisschen räkeln und schlängeln und dich bewegen. Und dann räkel dich hoch in den erste Rückbeuge, in die Cobra. Und dann schieb dich wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und komm hier nochmal an mit Bewegungen, die dir gut tun. Dann heb dein rechtes Bein bitte nach oben raus und schwing den rechten Fuß nach vorn. Und dann such mit dem Becken kleine Bewegungen. Es kann federnd sein oder rechts-links bewegend sein. Und such Dehnungen bitte für den linken Oberschenkel dabei. Ja, probier ganz viele Ideen anzubauen, wie du die Muskulatur im linken Oberschenkel dehnen kannst. Gut, dann schwing dich bitte wieder zurück in den Hund. Atme aus, streck dich lang, einatmend zum Liegestütz fließen, ausatmend in die Bauchlage. Einatmend, roll dein Becken ein, roll die Schultern zurück, heb dich nach vorn hoch und ausatmend schieb dich wieder zurück in den Hund. Und dann heb dein linkes Bein nach oben und schwing den Fuß nach vorn. Und dann komm hier an und such wieder mit dem Becken Bewegungen, sodass du den rechten Oberschenkel gut dehnst. Ja, und immer wieder gibt es die Möglichkeit, das zu variieren und immer wieder neue Dehnungsräume zu suchen. Und dann schwing dich wieder zurück in den abwärts schauenden Hund und beweg dich nochmal. Du kannst auch kleine Hüpfer machen, wenn du magst. Und dann gleite nach vorne in den Liegestütz. Ein tiefer Liegestütz, probier den Boden anzuhalten, hier einzuatmen und im Ausatmen dich abzulegen. Gott. Dann roll dein Becken bitte wieder ein, also die Rückseite mit dem Steißbein schiebst du nach hinten. Denk dir an einen Hosenknopf, den du zumachst. Und dann roll die Schultern zurück, heb dich nach vorn hoch und breite jetzt die gebeugten Arme zur Seite bitte aus. Und dann merkst du, das ist jetzt eine Rückbeuge aus der Kraft des Rückenbereichs. Und jetzt stell dir noch vor, du saugst die Schulterblätter in den Rückenbereich, besonders den untersten Teil der Schulterblätter, und hebst darüber in der Vorderseite ein bisschen weiter dein Brustbein nach oben an. Und dann atme ohne großen Stress, bleib immer noch sanft und liebevoll zu dir. Einmal einatmen, streck dich ein bisschen höher bitte. Und ausatmen, kommst du zurück, mach dir mit den Händen ein Kissen für eine Wange der Wahl oder für die Stirn und bleib hier einen Augenblick und atme durch.
Und schick die Atmung in den Raum des unteren Rückens. Stell dir eine Massage vor, in der du den unteren Rücken mit dem Atmen sanft auffächerst. Und dann schüttel dein Becken ganz locker aus, sodass der untere Rücken eine sehr schöne lockere Bewegung bekommt. Gut. Dann stützt die Hände bitte wieder an der Seite auf, komm wieder in eine kleine Kobra nach oben. Becken rollst du ein bisschen ein, den Beckenboden schließt du, den Hosenknopf machst du zu. Jetzt bringst du die Hände nach hinten, verschränkst die Finger, zieh die Ellenbogen etwas nach außen, roll die Schultern zurück und schieb die Faust nach hinten und zieh dich nach vorn hoch. Dann mach dir ruhig wieder kleine Bewegungen und zieh wieder die Schulterblätter in den Rücken, um die Vorderseite weiter zu machen und zu heben. Einmal tief einatmen. Und ausatmen, bring die Hände zurück, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund und beweg dich hier wieder ganz locker und leicht. Und dann heb dein rechtes Bein bitte nach oben an und schwing dann den Fuß nach vorn Richtung Hände. Gut. Jetzt bring den rechten Fuß bitte eine gefühlte Fußbreite nach außen. Dann drück den Fuß in die Erde und richte dich langsam dabei auf, nach oben. Gut. Wenn du es merkst, dass die Schrittstellung jetzt sehr weit ist, dann komm ruhig mit dem hinteren Fuß ein Stück weiter vor, dann wird das deutlich angenehmer jetzt. Okay, gut. Dann stützt die Hände bitte an die Hüfte und orientiere die Hüfte parallel nach vorn. Wenn du den linken Oberschenkel ein bisschen mehr dehnen möchtest, dann zieh die Innenseite des linken Oberschenkels hoch, sodass dein Bein sich streckt und dann beugt dein vorderes Knie etwas an. So, jetzt stell dir vor, du ziehst die Füße ganz sanft ein bisschen aufeinander zu. Es ist jetzt keine Bewegung, die du von außen sehen würdest. Es ist vielleicht nur eine Idee, als würdest du die Füße aufeinander zuziehen. Und mach das nicht zu viel, sondern so, dass es ein bisschen mehr Kraft in den Beinmuskeln gibt. Dann zieh die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken. Schließ dabei den Beckenboden. Und stell dir wieder den Hosenknopf vor, den du ein bisschen enger zumachst. Jetzt hast du ein Fundament und das ist ein Fundament von Kraft und Ruhe. Und das strahlt vom Becken zu den Beinen in die Füße und Richtung Erde. Und oberhalb des Beckens, dass da jetzt mehr Leichtigkeit entsteht. Also beweg dich ruhig ein bisschen. Mal räkeln. Und stell dir vor, du räkelst deine Flanken immer ein bisschen höher, sodass der Abstand, dieser innere Abstand zwischen Beckenraum und Brustraum sich weitet. Heb dich also hoch nach oben. Und jetzt bringst du die Ellenbogen weiter nach hinten. Zieh die Schulterblätter aufeinander zu. Und heb dabei dein Brustbein weiter nach oben an und damit auch dein Herz nach oben. Und dann dehnt sich vielleicht das T-Shirt hier vorne an der Vorderseite, das ganz viel Raum, auch Raum, ein innerer Raum zum Atmen. Atme dich nach oben. Rippe für Rippe nach vorn hochatmen. Bis in die Schlüsselbeine. Jetzt stützt die hintere Hand, die linke Hand, hinten gut auf und bring die rechte Hand an den Hinterkopf. Jetzt stell dir vor, du lehnst dich da ganz weich, wie ein sanftes Kissen nach hinten. Lehn dich sanft nach hinten und dein Kopf wird gehalten von der Hand. Der ist ganz geborgen. Ja, heb noch einmal dein Brustbein bitte hoch nach oben und atme dich in diese Leichtigkeit und Weite nach oben. Wenn du ein bisschen weiter gehen möchtest, dann beug dein vorderes Knie mehr und lehn dich weiter nach hinten an. Aber sei trotz dieser Intensität immer noch sanft zu dir und atme. Einmal tief nach oben einatmen und ausatmen, kommst du wieder zurück bis nach vorn und bis nach unten zur Erde und schwingst dich zurück in den Hund. Nutze hier ruhig Bewegungen und verwöhne dich wieder und atme tief durch. Einatmend in den Liegestütz fließen
Ausatmend in die Bauchlage gleiten. Das Becken etwas einrollen. Roll die Schultern zurück, heb dich einatmend nach vorn hoch. Und ausatmend, komm wieder zurück in den Hund. Das linke Bein heben und einatmen. Und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen. Und erde hier den Fuß. Bring einen Fuß breit, vielleicht nach außen. Und richte dich wieder nach oben auf. Ja. Noch einmal neu. Kannst du die Schrittstellung variieren. Also merkst du, du bist sehr, sehr weit jetzt auseinander mit den Füßen. Dann mach es dir leichter und komm ein bisschen nach vorn. Bring die Hände an die Taille, bitte. Und an die Hüfte. Und streckt ein bisschen mehr dein hinteres Bein und beugt gleichzeitig dein vorderes Knie sanft an. Gut, ja, dann baue wieder etwas Kraft ein. Zieh die Füße sanft aufeinander zu. Zieh die Beinmuskeln Richtung Becken. Schließ den Beckenboden. Sorg den unteren Bauch nach innen für eine Hose, die du zumachst. Und dann beginn von dieser Kraft, von dieser Basis, dich ganz locker wieder nach oben zu recken. Atme die Flanken hoch. Und den Brustkorb mach ihn leicht, sodass er hochschwebt. Und dann ziehst du die Ellenbogen hinter dir zueinander und weitest dadurch schon die Vorderseite. Atme nach vorn hoch, Rippe für Rippe nach oben Richtung Brustbein. Jetzt saug den untersten Teil der Schulterblätter nach innen. Und heb dabei dein Brustbein weiter nach oben an. Und bleib immer sanft zu dir und in der Qualität, die du dir in dieser Stunde schenken möchtest. Nach oben einatmen und leicht werden. Nach unten ausatmen und erden. Und dann stütz die rechte Hand gut hinter dir auf. Bring die linke Hand an den Hinterkopf. Nutze das als ein imaginäres Kissen und lehne dich weiter in dieses Kissen nach hinten an. Und gleichzeitig ziehst du dein Brustbein ganz nach oben. Atmest dich wieder hoch. Wenn du noch weiter gehen möchtest, dann beug dein vorderes Knie mehr und lehne dich weiter zurück. Und streck dich immer wieder hoch nach oben. Und einmal tief nach oben einatmen und dann komm langsam wieder zurück und in Ruhe nach vorn und zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann komm hier an, machst du gerne kleine Freudenhüpfer, wenn du möchtest, oder schüttel dich aus, atme tief durch. Und dann komm einatmend nach vorne in den Liegestütz. Und ausatmend in die Bauchlage nach unten. Und dann nutze ein Handkissen für die Wange deiner Wahl oder auch für die Stirn. Und entspanne dich für einen Moment. Und lande. Und nimm dein Herz wahr, wie es pulsiert. Eben war es so wunderbar weit. Jetzt hat es ganz viel Weite, um zu schlagen. Aber auch so, um sich wieder zu entspannen in den Raum, den es bekommt. Vertief den Atemfluss und leite ihn in den unteren Rücken jetzt, also nach hinten runter. Massiere den unteren Rücken mit einer inneren Atmung. Und dann schüttel dein Becken ganz locker aus. Und jetzt komm bitte in die Sphinx. Schieb dazu die Unterarme vor dir nach vorn und entdecke eine für dich gute, entspannte Haltung, in der du ein paar Atemzüge jetzt bleiben kannst. Die Sphinx ist eine Rückbeuge, die braucht nicht so viel Kraft wie eben. Ja, die ist deutlich entspannter. Und das gibt dem Rücken und der Wirbelsäule die Möglichkeit, sich im Laufe der Zeit an diese Form anzupassen. Das kannst du gut merken, ja, wie sie sich entspannt und du in diese Haltung förmlich schmilzt.
du merkst, der untere Rücken, der braucht ja ein bisschen mehr Länge vielleicht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, das Becken einzurollen, den Beckenboden etwas zu schließen. Die andere Möglichkeit wäre, mit den Händen weiter nach vorn zu kommen, sodass du nicht ganz so weit nach oben brauchen musst, wenn du das nicht möchtest. Jetzt bring den linken Unterarm bitte vor dir zur Unterlage. Das kann parallel sein oder schräg nach vorn, je nachdem, wie das für dich jetzt am besten sich anfühlt, auch im Schulterbereich. Und dann lass dein linkes Bein lang, das Becken nochmal eingerollt, den Beckenboden geschlossen. Denk dir an einen Hosenknopf, den du wieder schließt. Und jetzt winkel dein rechtes Knie und greif mit der rechten Hand zum Fuß. Das kannst du auf ganz unterschiedliche Weise machen. Du kannst beispielsweise das Sprunggelenk greifen und den Fuß dabei anwinkeln, dann hast du einen guten Halt. Oder du greifst etwas höher Richtung Fußrücken und dann könntest du die Zehen über den oberen Finger drüber stülpen. Jetzt hat dein rechtes Knie immer die Tendenz, nach außen wegzurutschen. Ja, aber wir wollen ein bisschen mehr in die Dehnung des Oberschenkels gehen. Also zieh dein Knie wieder zurück in die Mitte deiner Unterlage. Und jetzt zieh dein Fuß und damit auch die Ferse Richtung Gesäß. Ja, dann dehnt sich dein Oberschenkel. Du kannst übrigens den Fuß auch von außen greifen oder von innen greifen und da eventuell den Ellenbogen heben. Nochmal tief atmen. Immer wieder auch ein sanftes Gefühl, also nicht zu viel wollen, immer noch sanft bleiben in der Intensität. Und dann löst bitte wieder auf und komm in die Bauchlage zurück. Mit einem Handkissen für eine Wange der Wahl oder für dich stehen und atme dich in die Bauchlage. Ja, ruhig das Becken ein bisschen ausschütteln dabei und den Rücken beleben. Und dann die zweite Seite, richte dich bitte wieder auf und stütze den rechten Unterarm vor dir auf. Und dann Becken einrollen, Bauchnabel oder unteren Bauchraum nach innen saugen, Beckenboden etwas schließen, linkes Knie beugen, dann greif dir den Fuß am Sprunggelenk oder am Fußrücken selbst. Und jetzt gleite das Knie etwas nach außen, zieh das wieder zurück, damit wir den Oberschenkel wieder dehnen können und zieh die Ferse Richtung Gesäß ran. Wenn du halt greifst du den Fuß von außen oder sogar von innen. Und das Atmen nicht vergessen. Und einmal tief einatmen und tief aus. Und dann löst bitte wieder auf und leg dich wieder zurück in die Bauchlage. Und schüttel dein Becken ganz locker aus, sodass du den unteren Rücken wieder verwöhnst. Wir kommen jetzt zum Hauptteil der Stunde. Und da bitte ich dich wieder, dich zu erinnern daran, dass all das, was du machst, sich für dich gut anfühlen sollte. Und ein guter Marker dafür ist der untere Rückenbereich. Er wird ja komprimiert in den Rückborgen. Und du merkst, das ist für ihn gut und das ist intensiv genug, dann komm bitte immer nicht höher. Also respektiere das, was dein unterer Rücken als Marker und als Anker dir sagt in dieser Stunde. So, jetzt roll dein Becken bitte wieder ein, schließ den Beckenboden, denk dir an den Hosenknopf, den du etwas zumachst. Und jetzt stützt du die Hände neben dir auf und kommst in eine ganz kleine Rückborge hoch. Streck dein rechtes Bein lang nach hinten weg und heb es bitte an. Jetzt bau deinen linken Fuß als Stütze unter das rechte Bein. Das kann direkt am Fuß sein, also Fuß und Fuß. Oder wenn du da ein bisschen mehr in diese Rückborge gehen möchtest, kannst du den Stützfuß auch weiter Richtung Knie ziehen. Aber eben bitte nicht übertreiben, sondern für dich gut machen. Nimm dich wahr. Atme. Oh.
Und jetzt integriere noch den Oberkörper und probiere das Kinn etwas von der Unterlage zu lösen. Und das Brustbein und damit auch das Herz etwas nach vorn anzuheben. Und immer wieder atmen und justieren. Und dann lass uns mal einen Moment schauen, was passiert, wenn du die Hände löst. Und da braucht es ganz viel tiefe Muskulatur für die Balance. Dann finde dich in dieser Balance und dieser Kraft und atme für dich weiter und bleib sanft in all den Dingen, die du tust. Das ist etwas, das du dir jetzt schenkst. Schenk es dir auf sanfte, liebevolle Weise. Und noch einmal tief atmen. Und dann beende bitte wieder in die Bauchlage. Komm hier an. Und schüttel dein Becken ganz locker aus. Voilà. Erste Runde. Gut, die Hände wieder an den Seiten aufstützen. In die zweite Runde. Becken rollt ein. Das ist wichtig, um den unteren Rücken nicht so sehr zu komprimieren. Dann schließt den Beckenboden, das stabilisiert den Beckenraum von unten. Saugt den unteren Bauchraum mit deinem Hosenknopf etwas nach innen. Dann hast du Halt und Stabilität im Rumpf. Hebt dein linkes Bein nach hinten hoch. Und stützt den rechten Fuß erstmal unter den linken, sodass du ein Gefühl bekommst für diese Intensität der Rückbeuge. Und immer nur dann, wenn du das Gefühl hast, es ist gut und du hast Reserven und magst weitergehen, dann kommst du mit dem Fuß ein bisschen weiter Richtung Knie. Das kannst du ja stufenlos fast arretieren. Und dann komm dort an, wo du dich wohlfühlst, intensiv und sanft und atme in dieser Qualität. Und etwas mehr kannst du weitergehen, wenn du den Oberkörper mitnimmst, den Blick mehr nach vorn bringst und das Kinn hebst und das Brustbein etwas liftest. Und immer noch atmen und leicht werden im Einatmen und sanft werden im Ausatmen. Und eventuell kannst du die Hände nochmal lösen und eine Balance für dich entdecken. Einmal ganz tief atmen. Und dann lande wieder und dann ist es vollbracht und komm in die Bauchlage zurück und genieß den Moment zum Loslassen. Und beobachte deinen Herzraum, wie es da pulsiert. Nimm die Atmung wahr und verfeinere und vertiefe sie wieder, besonders nach hinten in den unteren Bereich des Rückens. Und dann winkel deine Knie bitte an, dann zeigen die Füße hoch und beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. Das ist jetzt ein erster Moment, um den unteren Rücken aus dieser Intensität, in der er eben war, wieder zu entspannen und zu neutralisieren. Also schenk dir mit den Bewegungen eine Wohltat des unteren Rückens. Das noch zweimal in beide Richtungen. Und dann leg deine Beine wieder zurück zur Erde und stützt die Hände neben dir auf. Beginn ein letztes Mal aus der Bauchlage nach oben. Das kann die Cobra sein. Roll dein Becken vorher bitte ein. Oder streck dich weiter hoch in den aufwärts schauenden Hund. Da streckst du die Arme, ziehst dein Becken hoch, hebst dich zwischen den Schultern raus
Und dann komm wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Lass dir Zeit auf dem Weg dorthin. Respektier, dass der Rücken sich ein bisschen kraftvoller jetzt anfühlt. Und dann beweg dich und verwöhn dich hier im Hund. Vielleicht nochmal kleine Freudenhüpfer als Danke für das, was war und was du dir gönntest. Und dass es geglückt ist, hoffentlich. Und dann lande bitte im Vierfüßler und dann schlängel dich hier nochmal und verwöhne dich wieder. Dann lass uns eine kleine Pause im Kind einlegen. Da kannst du gerne die Knie etwas nach außen bringen und die großen Zehen näher bringen. Und dann tauch hier einen Augenblick lang ein in das Kind. Und lass die Arme bitte vorn. Und schick die Atmung in den Rückenbereich. Da ist ganz viel Weite jetzt. Jetzt wandere bitte mit den Armen nach rechts, folge mit dem Oberkörper nach rechts, eine Seitbeuge dorthin. Und vielleicht kannst du dich so hin in diese Seitbeuge orientieren, dass eine Dehnung im unteren Rücken ankommt. Also sowohl untere Rücken dehnt sich als auch die linke Flanke. Bau da kleine Bewegungen ein, die dir gut tun. Und dann komm wieder in die Mitte zurück und wander nach links, die linke Seite. Dann weitet sich die rechte Seite und dann komm dorthin, wo auch eine Dehnung im unteren Rücken entsteht, die rechte Seite des unteren Rückens. Atme dich dorthin und räkel dich dorthin. Und dann kommen wir auch wieder zurück und in den Sitz nach oben. Und dann lass uns in die Rückenlage bitte wechseln. Wir machen dort noch eine gemeinsame Rückbeuge. Ja, wenn du in die Rückenlage kommst, dann leg die Beine ab und lande erst einmal und kuschel die Auflageflächen zur Erde. Und für den Fisch, der jetzt folgt, ist auch noch eine Rückbeuge, bringst du zunächst eine Hand nach der anderen unter das Becken. Leg also die Hände unter das Becken. Und jetzt ziehst du auch die Oberarme etwas mehr unter den Rücken und damit auch die Ellenbogen aufeinander zu. Ja, dann drehen die Oberarme auswärts. Wenn du das für dich sortiert hast, dann ist das jetzt schon eine kleine sanfte Rückbeuge. Dann könntest du, wenn es für dich jetzt angenehm ist an dieser Stelle und es dir reicht, einfach hier bleiben. Das ist eine sehr schöne Form, eine sehr, sehr sanfte Weite in der Vorderseite. Und du atmest nach oben in die Welt. Wenn du Lust auf eine kleine Steigerung hast, dann drück deine Arme nach unten und dann merkst du einen Auftrieb im Brustkorb. Und diesen Auftrieb nutzt du und gleichzeitig gleitet der Kopf Richtung Beckenraum und du kannst den Kopf auf dem Hinterhaupt oder auf dem Scheitel aufsetzen. Die Oberarme drehen auswärts und dann atme dich weiter hoch. Entdeck eine Fülle im Brustkorb und eine Leichtigkeit, wenn du einatmest. Und ein sanftes Gefühl im Ausatmen. Übertreib es nicht. Atme dich in diese Haltung. Ganz wohlig und intensiv gleichzeitig.
einmal tief durchatmen, bitte. Und dann gleite Schritt für Schritt wieder zurück. Komm bis in die Rückenlage an. Und leg dann die Arme wieder neben dir ab. Und dann spür nach. Nach unten zur Erde. Entspann dich dorthin, wenn du ausatmest. Und nach oben Richtung Himmel, wenn du einatmest. Lass da eine innere Leichtigkeit und eine Freiheit entstehen. Wir werden jetzt die nächsten Wege diese Stunde nutzen, um die Spannung des unteren Rückens zu lösen. Und wir werden das mit Drehbewegungen machen, die den Rücken aus dieser Rückbeuge wieder zu neutral zurückbringen, also in seiner gewohnten Form. Stell dazu für den ersten Schritt die Füße auf und beginne mit den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. In der Art und Weise, wie es den unteren Rücken verwöhnt. Und natürlich kannst du gerne den Kopf entgegengesetzt mitführen. Wir gehen ein bisschen weiter, leg dafür ein Bein über das andere und schwing weiter. Das ist jetzt intensiver und gleichwohl immer noch und eher besonders verwöhnend darf es sein. Leg dann ein anderes Bein über und mach genauso angenehm und verwöhnend weiter. Und dann komm in der Mitte wieder an, mit dem Fuß aufgestellt. Für die Drehhaltung versetzt du dein Becken ein kleines Stück nach rechts und lässt dann die Knie nach links fließen. Leg da vielleicht etwas unter die Knie oder zwischen die Knie, sodass es für dich sehr angenehm werden kann. Und wenn du den Kopf mitwenden möchtest, dann versetz ihn vorher ein Stück nach links und wende ihn dann erst nach rechts. Und dann breite die Arme aus und finde besonders für den rechten Arm und den rechten Schulterbereich eine wohlfühlende Position. Dann justier es für dich gewohnt und komm dort an, wo es möglich ist, im Laufe der Zeit eine Spannung oder Anstrengung loszulassen. Entspann dich also mit jedem Mal, wenn du ausatmest, in diese Haltung. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Lass dir ruhig die eine oder andere Bewegung entstehen, die dir jetzt gut tut.
Und versetzt dann dein Becken ein Stück nach links und dann lässt du die Knie nach rechts sinken. Versetz auch den Kopf ein Stück nach rechts und wende ihn dann nach links. Und entdecke eine für dich angenehme und bequeme Position. Komm also genau dort an, wo es dir möglich ist, im Laufe der Zeit die Anspannung loszulassen. Und mit jedem Mal, wenn du ausatmest, dich weicher und sanfter in die Haltung schmelzen zu lassen. Dann komm auch hier wieder auf den Weg zurück zur Mitte. Und dann greif dir ein Knie nach dem anderen und umarme sie und damit auch dich nach all den Wegen, die du in dieser Praxis dir schenktest und nach den Erfahrungen, die du machen dürftest. Und dann verwöhne den Rücken weiter mit kleinen Schaukel- und Massagebewegungen. Du kannst da auch so eine kleine Schütteltechnik der Beine anbauen, wenn das dem unteren Rücken jetzt gut tut. Ja, und dann greife die Außenkanten der Füße, orientiere sie nach oben Richtung Himmel zu Happy Baby und dann räkel dich hier bitte auch nochmal ganz für dich. Alles mit dem Ziel, dass der untere Rückenbereich ganz lang werden kann. Gut, und dann such dir einen Weg nach oben zum Sitzen bitte aus. Ja. Falls du das Gefühl hast, dass dein unterer Rücken noch ein bisschen mehr Entspannung bräuchte, weil er sich vielleicht jetzt noch fest anfühlt oder noch einen Druck hat, dann wiederhol bitte die Sequenz nochmal in der Rückenlage. Also Drehungen tun da gut, das kann nochmal schwingend sein oder nochmal in einer Drehhaltung. Du kannst die Knie gerne nochmal umarmen, sie heranziehen, vielleicht damit ein bisschen mehr Kraft ranziehen und dich kompakt einrollen. Und ja, einfach auch den Wünschen nachgehen, die da jetzt sind. Und im Laufe der Zeit wird dann die Spannung im unteren Rücken sich automatisch dann lösen. Wenn es dir für jetzt passt, dann finde den guten Sitz, der dir jetzt eine gute Basis bildet für den Ausklang dieser Stunde. Und dann schließ deine Augen und beweg dich ruhig nochmal, reikel dich in diesen Sitz. Vielleicht braucht dir der untere Rücken ein bisschen Bewegung. Und du möchtest dich nochmal durchbewegen und schlängeln und verwöhnen. Und wenn du soweit bist, dann entdeck einen sehr schönen, angenehmen und gemütlichen Sitz. Dann schließ die Augen und lass uns von den äußeren Eindrücken nach innen eintauchen. Nimm dann den Sitz wahr. Mit deinem Becken als Basis und Fundament und lass dein Becken in die Unterlage hineinsinken. Dann entdecke eine innere Leichtigkeit, die dich aufrichtet.
in einen aufgerichteten und entspannten Sitz. Auch deine Atmung wahr, wie sie jetzt fließt. Und ob es da besondere Atemräume gibt, die du im Moment entdeckst. Ich hatte ganz am Anfang dieser Stunde ein paar der zentralen Wirkungen von Rückborgen beschrieben. Ich möchte dich einladen, für dich jetzt im Resümee dieser Stunde, die hinter dir liegt, für dich jetzt zu entdecken, was diese Stunde mit all den Asanas, die wir gemacht haben, was diese Stunde für dich angeregt hat. Was fühlst du jetzt also in deinem Körper? Wie erfährst du jetzt deine Atemqualität? Wie atmet es dich? Fühlt sich dein Herz an, wenn es in deinem Brustkorb pulsiert? Wie geht's dir selbst nach den Erfahrungen, die hinter dir liegen? Wenn du auf diese Stunde zurückblickst und auf das, was du gemacht hast, dann gab es vielleicht für dich ein Highlight, etwas, das dir besonders gut gefallen hat, vielleicht weil es dir gut geglückt ist, weil du dich darin sehr wohl gefühlt hast oder weil es dir etwas Besonderes geschenkt hat, vielleicht ein Gefühl. Was war denn für dich das Highlight dieser Praxis? Und welches Gefühl oder welchen Zustand oder welche Intention hat es dir denn geschenkt? Und was möchtest du vielleicht mitnehmen aus dieser Stunde in die Wege, die noch vor dir liegen an diesem Tag? Was möchtest du bewahren aus dieser Stunde? Dann bewahr es für dich und nimm es mit aus dieser Stunde hinein in die Wege, die nun vor dir liegen. Und lass uns diese gemeinsame Praxis beenden. Bring dazu bitte die Hände vor der Weite deines Herzens zueinander
Und dann beobachte und fühle, wie die Hände sich liebevoll verbinden miteinander. Dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann öffne die Ärmel weit über die Seite, weit nach oben. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander und dann vor die Stirn, dann vor den Mund und vor das Herz. Und noch einmal einatmend öffnest du dich der Weite und ausatmend kommst du zurück zum Herzen. Wenn du magst, dann verbeug dich vor ihm und auch vor dir selber mit einem Danke für die Zeit, die du schenktest und die Erfahrungen, die du mitnehmen kannst aus dieser Praxis. Und dann richte dich langsam wieder auf und öffne wieder die Augen. Und dann danke ich dir für die Zeit, die du mir und dir selber geschenkt hast heute und wünsche dir von Herzen alles Gute. Namaste.